So, ich hatte ja des Öfteren das Problem, dass wenn ich ja, so feinere Konturen, sage ich mal, rausschneide oder wo viele Konturen nah nebeneinander sind und der Brennerkopf eine Kontur geschnitten hat und zur nächsten fährt und dann nochmal über diese offene Stelle fährt, dass so viel Wasser hochspritzt und dass mir dann der Brenner stehen bleibt, weil er denkt, er hat Kontakt zum Material, also Material Detection Error, glaube ich, heißt es dann immer, weil einfach so viel Wasser spritzt, dass dann quasi die Verbindung von der Brennerspitze zum Tisch herstellt. Oder auch wenn er quasi nah an der Kontur, wo schon geschnitten ist, nochmal hinfahren will, dann spritzelt er auch so viel Wasser weg. Dann hatte ich es auch schon, dass er auf der Höhe von 1-2 cm gezündet hat, weil durch das ganze spritzende Wasser dachte er, er ist schon auf dem Material. Da habe ich bei einem anderen Video von mir in den Kommentaren einen super Tipp bekommen. Der ist so einfach wie auch genial. Und zwar habe ich jetzt. Moment. So, ich hoffe, man kann es einigermaßen erkennen. Und zwar habe ich hier einfach einen Potti. Das ist ein 50 Kilo-Ohm Potti. In die Ohmic-Shield-Leitung in Reihe geschalten und habe dann einfach ein bisschen rumprobiert, welche Einstellung am besten passt. Und ich glaube, im Video gerade habe ich es auch schon gesehen, da kann so viel Wasser hinspritzen wie will. Das macht nichts mehr aus. Also einfach hier muss man ein bisschen testen. Ich habe es jetzt voll aufgedreht auf die vollen 50 Kiloohm. Wenn er aufs Blech fährt, erkennt er das Blech. Wenn jetzt der Wasserfilm auf dem Blech ist, dann detektiert er aber auch schon, wenn er diesen Wasserfilm berührt. Aber spritzendes Wasser macht jetzt nichts mehr aus. Und das muss ich sagen, war eine Mordserleichterung. Weil ich habe dann ab und zu umgestellt bei dickerem Blech auf Floating Head Switch ohne Ohmic-Antastung. Aber bei dem dünnen Blech geht ja das immer nicht, weil sonst drückt er quasi hier das dünne Blech immer dann rein. Und ja, bin ich froh über den Tipp, war echt genial und ich hoffe, dem einen oder anderen bringt es auch noch was.